Hallo, ich bin gerade hier so in meinem Zimmer von meinem Schrank. Ich muss erstmal meine Tasche nämlich holen, weil ich habe ja in einem Video gesagt, aber es muss noch laden eben. Das ist ja das, habt ihr noch nicht gesehen, weil das lädt noch jetzt im Moment. Wartet. Es ist 16:28 Uhr und ja, ich muss meine Tasche packen. Ich habe hier so eine Usedom-Tasche, wo wir mal waren. So, Mama. Und irgendwie Brüder auch. Ja. Also ich muss meine Tasche packen, weil wenn ich einkaufen gehen will, brauche ich natürlich auch Geld und meine Tasche. Da habe ich die erstmal rausgesucht. Da habe ich die auch gefunden, nämlich in einem anderen Beutel. Da sind nämlich noch andere Taschen drin. Das ist hier so eine schöne so schwarze Hintergrund. Haben. Wir sind hier. Steht da so Usedom drauf. Hier ist meine Tasche. So, ich zeige erstmal Lia. Das ist übrigens noch. Ja, Lias fertiger Look. Ich finde, sie sieht damit so anders aus einfach. Weil vorher sah sie einfach so irgendwie heller aus oder so. Kommt mir es vor. Sieht anders aus. Ja, und ist mir so dunkler vor oder so. Ja, wie vorher, als ich das schon mal anhatte und so. Oh ja, ich bin schon so aufgeregt irgendwie. Ich war auf jeden Fall auch schon aufgeregt. Aber es muss halt sein, dass ich einkaufe, weil wenn ich so die Zeit vertrödeln tue und so, nee, das geht nicht so. Weil ich wollte ja auch weg. Das weiß ich ja, dass ich einkaufen will und so. Und ja, damit erreicht man eben nichts, wenn man dann so aufgeregt ist und dann nicht einkaufen geht. So ist das. Kennt ihr das auch? Könnt ihr schreiben in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Ja. Ich muss jetzt weiter packen. Geld holen. 15. Nochmal 15. 10 Euro. Also 6 Euro. Ja, ich muss ein bisschen. Nochmal 15. Hoffentlich habe ich nochmal 15. Ja, die sind so groß. Ja, habe ich noch. Also 7 Euro. Oh, puh. Puh, 7, ja. Weil ich will nämlich am besten Schnuller. Schnuller will ich. Und Humana oder so gebrauchte Sachen. Aber vielleicht gehe ich noch zu Primarkt. Weil da gibt es ja auch Sachen. Da hatte ich auch schon mal Sachen davon. Und ja, deswegen brauche ich schon Geld, weil ich will jetzt nicht nur in die Stadt fahren und nur etwas kaufen, also kann ich auch gucken, vielleicht, ob ich auch was zum Ansehen für Lia finde. Nein, das ist ja jetzt nicht so teuer, weil das eine hat ja 1 Euro, das andere auch, also insgesamt 2 Euro. Ich kann dann noch sehen. So, 50, okay, nochmal 20, noch ein 20er, noch ein 20er, noch ein 10er, noch ein 10, das ist wieder 1 Euro. Oh, 1 Euro. Dann habe ich jetzt schon 8 Euro beisammen. So. 8 Euro. Das ist gut, das ist fast 10. Ja. Und bei 10 Euro, ja. Muss ich das nur noch in mein Geld, in die Geldbeutel machen. Ja. So, habe ich noch Sachen geholt. So, meine Fahrkarte. Eigentlich habe ich das so gehandhabt, dass ich mein Geld, meine Fahrkarte hier trenne, also in verschiedene Portemonnaie-Dinge. So, muss man Schlüssel einpacken. Also das braucht man, wenn man einkaufen gehen will. Man braucht auf jeden Fall einen Schlüssel. Man braucht seine Fahrkarte, weil wegen Bus oder Bahn fahren. Und man braucht Geld. Ja, und eine Tasche wäre ja auch nicht ganz schlecht. Das wären so die Tipps.